Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Kollegin Karin Ley. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist in der Tat der Nachmittag des Verbraucherschutzes. Die Koalition hat heute auch in der Tat dreimal die Möglichkeit, die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich zu verbessern. Im vorangegangenen Tagesordnungspunkt hat sie ihre Chance leider vertan. Wir hoffen gemeinsam, dass Sie bei den nächsten beiden Tagesordnungspunkten klüger agieren werden. Meine Damen und Herren, können Sie sich ein Leben ohne Bankkonto vorstellen? Das Girokonto ist ja aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Egal, ob es um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit geht, um die Überweisung der Miete, um Stromrechnung, um Handyrechnung, bei Versicherungen, bei all diesen Dingen wird das Girokonto vorausgesetzt. Und es ist natürlich auch völlig normal für die allergrößte Mehrheit, dass im Supermarkt, im Restaurant, an der Tankstelle mit Karte bezahlt wird. Können Sie sich vorstellen, dass über 670.000 Haushalte in Deutschland davon ausgeschlossen sind, also Menschen, die ohne Bankkonto leben müssen? Das bedeutet nicht nur die Benachteiligung bei der Arbeits- und Wohnungssuche, es kommen auch hohe Extrakosten hinzu. Also jede Bareinzahlung kostet je nach Anbieter zwischen 5 und 15 Euro. Das heißt übersetzt, Erwerbslose bekommen zuerst kein Konto und müssen dann auch noch für eine Barüberweisung extra zahlen. Das ist wirklich absurd und es wird höchste Zeit, dass wir das abstellen. Es ist ja so, dass vor allen Dingen überschuldete Verbraucherinnen und Verbraucher Probleme haben, ein Girokonto eröffnen zu dürfen. Das heißt, wer ohnehin knapp bei Kasse wird, der wird auch zusätzlich belastet. Wir halten das als Linke für sozial ungerecht. Wir halten es für unzumutbar. Meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, dass die Koalition aus CDU und FDP bislang keinen Schritt unternommen hat, diesen skandalösen Zustand zu beenden. Es gibt ja bereits seit 15 Jahren eine Selbstverpflichtung, eine freiwillige Selbstverpflichtung in Deutschland, dass Kreditinstitute ein Girokonto für alle anbieten. Das Ergebnis ist aber, seit 15 Jahren funktioniert es nicht. Diese Selbstverpflichtung ist schlichtweg albern. Und deswegen muss ich auch sagen, Herr Kollege Brinkhaus, ein Gesetzentwurf in dieser Sache ist nicht die Ultima Ratio, sie ist längst überfällig. Und auch noch mal zum Handeln der Bundesregierung in der Verbraucherpolitik. Also die Frankfurter Rundschau hat ja beispielsweise vor ein paar Monaten über folgenden Vorgang berichtet. Die Europäische Kommission hatte also vor, das Recht auf ein Basiskonto auch im Rahmen einer rechtsverbindlichen Verordnung anzugehen. Auf Drängen der Bundesrepublik Deutschland wurde aus einer rechtsverbindlichen Verordnung dann lediglich eine Empfehlung. So sieht es nämlich aus mit schwarz-gelber Verbraucherpolitik, die ihren Namen wirklich nicht verdient hat. Meine Damen und Herren, Sie hätten ja hier die Möglichkeit gehabt, tatsächlich zu einer wirkungsvollen gesetzlichen Regelung beizutragen. Sie haben sie im Gegenteil verhindert. Und sich dann hier auch noch hinzustellen und sich damit zu rühmen, dass man viel erreicht hätte im Bereich des finanziellen Verbraucherschutzes, das entbehrt wirklich jeder Grundlage. Ich habe zu all den Initiativen, es waren ja nicht so viele, die von Ihrer Regierung gekommen sind, im Bereich finanziellen Verbraucherschutz hier gesprochen. Insofern bleibe ich hier auch bei meiner Aussage. Wir können ja beispielsweise auch über das Thema P-Konto sprechen. Es freut mich ja durchaus zu hören, dass Sie auch Ihnen bekannt ist, dass es so optimales Instrument offenbar dann auch nicht geworden ist. Denn es gibt ja sehr viele Probleme mit dem P-Konto. So sieht es doch aus. Also wer Pfändungsschutz beantragt, dem wird ja zum Teil wird er dann schon mit der Kündigung seines Kontos bestraft. Oder wer ein P-Konto eingerichtet bekommt, dem wird dann bestimmte Basisleistungen einfach gestrichen. Also beispielsweise gibt es dann kein kostenloses Online-Banking mehr. Kreditinstitute sperren dann die Kreditkarten, sie streichen Daueraufträge etc. pp. Auf all diese Probleme machen die Verbraucherverbände seit langem aufmerksam und deswegen wird es auch dringend notwendig, das zu überholen. Meine Damen und Herren, das Girokonto für alle muss allen Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation zur Verfügung stehen. Das ist unsere Position als Linke, dass wir sagen, das Verbraucherrecht auf ein Girokonto für alle muss kostenlos sein. Denn für Hartz-IV-Beziehende sind auch 3 Euro schon jede Menge Geld. Und selbstverständlich muss es auch mit dazugehören, dass bei diesem Girokonto für jedermann
alle Basisfunktionen erfüllt werden. Das heißt zum Beispiel Überweisung, Lastschriften und auch eine elektronische Geldkarte. Zum Thema Dispo-Abzocke kommen wir ja im nächsten Tagesordnungspunkt. Und da bin ich sehr gespannt, was Sie an dieser Stelle anzubieten haben. Wir sagen als Linke jedenfalls, dass pro Person ein Girokonto automatisch pfändungsgeschützt sein muss. Nur so ist die Stigmatisierung, die bisher ja mit der Beantragung eines P-Kontos einhergeht, zu verhindern. Die Bundesregierung muss aus unserer Sicht hier endlich handeln. Sie muss die Banken zwingen, ein Girokonto für jeden Bürger und für jede Bürgerin anzubieten.